Hallihallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht's allen gut und ihr könnt auch das Wochenende genießen. Heute geht's um die Campustüte und zwar Unistadt München. Und wieder die French Friends Edition. Ja. Die Campustüte kostet ja gar nichts, nur der Versand kostet 9,95 Euro. Und ja, wir gucken einfach mal rein, was Schönes in den Tüten drin ist. Wie gesagt, diesmal Uni München. Die erste Tüte haben wir ein Kuli. Was ich wurde aus einer 0,5 Liter PET-Flasche hergestellt und starte mit dir noch einmal durch. starttogrow.de. Gut, Kuli kann ich immer gebrauchen. Bei mir verschwinden die Kulis en masse. Keine Ahnung, wie, was, wo. Dann ist einmal von Spee die Power Cups, also für die Waschmaschine, kann man auch gebrauchen. Dann ist eine Probe von Mesmer Cold Tea Sommerbeeren, kenne ich gar nicht, mit Vitamin B Komplex, probiere ich gerne mal aus. Dann haben wir hier von Bad Reichenhaller Barbecue Gewürzsalz für Burger. Pfeffrig pikant. Okay, 20% Gratis Limit Edition. 108 Gramm. Kenne ich gar nicht. Was? Bad Reichenhaller. Alpenjodsalz, Folsäure mit Kräutern und Gewürzen. Kräftiger Mix für angenehmen, pikanten Burgerwürze. Egal ob klassisch, mit Fleisch oder Veggie. Mhm. Ohne Geschmacksverstärker, glutenfrei, vegan. Gebe ich meiner Schwiegermutter. Die wird sich drüber freuen. Dann haben wir. Habe ich jetzt doch auspacken. Ne? Von Kliskur Total Repair Regenerationsshampoo für trockenes, strapaziertes Haar. Und mit meinem Glück, weil es gibt es ja in der Drogerie, darf ich es nicht benutzen. Aber ich, damals, wo ich die Produkte von Kliskur noch nehmen konnte, die Shampoos und so, muss ich sagen, die waren echt gut. Also, ja. Dann haben wir von Corny Hafer Kraft und Skier Classic. Bin ich mal gespannt. Ich liebe hier Corny-Riegel. Immer gut für zwischendurch, gerade wenn man Diabetes hat und der Zucker eventuell spinnt. Und das passiert zurzeit oft bei mir. Ist ja schon gut, wenn man immer was in der Handtasche hat. Dann haben wir, fangen wir mit dem weiter an. Von Fa, Entdecke Cream and Oil, Kakao, Kakaobutterduft, milde Formel, 94% Inhaltsstoffe natürlichen Ursprungs, pflegende Duschcreme. Nein, nichts für mich. Leider wandert weiter. Dann haben wir von Red Bull Easy Lemon. Zesty and Natural. Also kein Energy, aber ein Lemon-Getränk mit Kohlensäure. Ja, Erfrischungsgetränk mit Kohlensäure, genau. Gebe ich meiner Schwiegermutter, die liebt Zitrone. Dann haben wir von Albro eine Milch. 3,5% Fett. Shake me up, schüttle soll man so auch. Dürfte ein halber Liter sein, ne? Ja. Ein halber Liter Milch. Milch kann man auch immer gebrauchen. Für Kaba, Müsli, Shakes oder zum Kochen. Dann das altbekannte Moserliesel. Darf ja nicht fehlen. Gebe ich dann auch meiner Schwiegermutter, die trinkt es gern. Und zu guter Letzt ist in der Tüte von Darf mit pflegendem Zinkkomplex ein Deo. 0% Alkohol, 0% Aluminiumsalze, 2x Schutz, bekämpft Bakterien und reduziert Geruch. Jo.
Deo-Spray können wir auch immer gebrauchen, jetzt gerade wo es wärmer wird. Aber schade, die Hände von der Satz soll es eine Kirschduft geben. Ja, Kirschduft, genau. Aber ich finde es nicht. Ich habe schon überall geguckt. Ich finde dieses Deo mit Kirschduft einfach nicht. Das ist ein normaler, ja, ohne Duft. Normales Deo-Spray. Und ich möchte doch das unbedingt mit Kirsche. So, dann haben wir in dieser Tüte Werbung. Einmal weg. Und zwar ein Heft zum Lesen. Jetzt habe ich die Tüte umgeschmissen. Okay, jetzt. So, bleib jetzt stehen. Ja. Dann haben wir Werbung von Becks. Mit Emma Konzert oder so, keine Ahnung. QR-Code. Dann, oh, ein Gutschein. Dürfen wir auch mal vorbeikommen? Flink. Kenne ich gar nicht. Einkäufe bequem per App bestellen und 10 Euro für dich und deine Liebsten erhalten. Kenne ich gar nicht. Die nächste Überraschung vor deiner Tür kommt von uns, denn wir bringen deine Einkäufe zu dir. Snacks? Fragezeichen. Haben wir Frühstück? Fragezeichen. Können wir Getränke? Kommen sofort. Okay, sowas kenne ich gar nicht. Kann man noch die Zeit machen. Dann Werbung für die Frankfurter Allgemeine. Ja, die Campus-Tüte tut sich ja durch Werbung hauptsächlich unterhalten. Was POV? Du studierst in der coolsten Stadt der Welt, München. Aha. Keine Ahnung, ich zeige es einmal. Sichere dir 20% Kennenlernrabatt mit dem Rabattcode LOKALSCHERZ oder so irgendwie. Gebe ich mal rein. Dann die Werbung von Moser Lidl. Logisch. Was ist das? Dein Fitstar-Semesterticket. Trainiere 6 Monate lang für einmalig 169 Euro. Ach so. Fitnessstudio. Ich habe genug Fitnessstudio, brauche ich nicht. Organ- und Gewebespende, kurz und knapp. Komme ich eh nicht in Frage mit meiner Krankheit. Plupp. Was bist du? Drei, was? Boulderwelten in München. Fünf, was? Ah, scheinbar so eine Kletterwelt oder was? Keine Ahnung. Jo, dann Element. Element, gehört das dazu? Ist auch sowas wie eine Kletterwelt, ja. Gehört dazu. Open Barts Festival Nürnberg, falls jemand auf ein Festival will. Zwischen 27. und 30. Juli bei Nürnberg. Konnte man das jetzt richtig so? Ja. Wir können QR-Code drauf. Ne. Dann haben wir eine App für eine Apotheke. Ich bin ja bei Doc Morris. Dann haben wir Glücksgefühle Festival Hockenheimring vom 14.09. bis 17.09. Jo. Da ist auch ein QR-Code mit dabei. Dann wieder die Mona Lisa. Standard HelloFresh. Dann haben wir. Ein Crunchy. Moment. So, da bin ich wieder. Crunchy, scheinbar ein Müsli oder was. Bio-Knusper-Müsli aus Oberbayern. So. Dann haben wir... Ach, die Katze nervt wieder.
Tanz im Glück, dein Weg zum Glück, vom Hörsaal in den Birkenwald. Keine Ahnung. Wir steigen das Barförderungsglück. Kommt mit dieser Karte vorbei, bestelle dein Cocktail und halte einen zweiten Cocktail gratis. BAföG. Und dann nochmal ein Gutschein für Pixum Fotobuch. Ein 10 € Gutschein. Und auf der Seite ein Gutschein für 20 €. So, das war die erste Tüte. Die zweite folgt sogleich. Und von Bahnhaus, da haben wir ja das Guanxi Energy Plus mit Guarana, Schokobanane. Banane. Ja, ich esse Banane, aber ein Müsli nicht so wirklich. Aber okay, kann man ja mal gucken. Einmal ein Müsli. Eben hatten wir noch die Werbung in der Hand, ne? Dann von Leimer die Kräuterkrotons für Suppen, Salat und zum Soßknabbern. Die sind lecker. Dann haben wir von Queen Now die Power Koffeintablette, aber aus Pflanzenextrakte. Das heißt, weil das enthält Eisen, koffeinhaltige Pflanzenextrakte, Vitamin B1, B5, B6 und B12. Mit Matcha-Grüntee-Extrakt und Brahmi-Extrakt. Okay, Spezial Edition. Die sind immer gut. Dann haben wir ein Fahrduschgel wieder. Entdecke Aloe Vera Joghurt mit Aloe Vera Duft. Eine Pflegedusche. Die wandert auch weiter. Ich liebe doch Aloe Vera. Da haben wir auf jeden Fall das Moser-Liesel nochmal. Dann haben wir Invisibobbles in einem, ja, keine Ahnung. Dann haben wir Axe Blue Lavender Mint Amber Second 72 Stunden Wash für Männer. Steht doch eigentlich für Men drauf. Und sogar neu steht drauf. Nee, steht jetzt nichts drauf, dass nur für Männer ist. Aber ein Axe. Dann haben wir hier von Red Bull das Easy Lemon. Nehmen wir es dahin. Dann nochmal die Milch von Alpro in 3,5% Fett. Milch geht immer. Dann haben wir von Corny Haferkraft und Skia nochmal den Klassiker zum Knabbern. Und wir haben eine Dose. Mate, original, erfrischendes Mate-Tee-Getränk, extra viel Koffein. Okay, was heißt extra viel Koffein? Da steht gar kein Koffeingehalt. Nö, steht kein Koffeingehalt. Wie viel Koffein da drin wäre? Ah doch, da. 30 Milligramm, extra viel Koffein. Da gibt es andere Sachen, die weit mehr Koffein drin. Aber okay, dann mal gucken. Ich glaube, das recht hier raus. Sieben. Okay, Entschuldigung fürs Geknischte. Dann haben wir hier einmal von Bilou Badesalz in der Duftrichtung, ja was? Keine Ahnung. Ah, Fruity Paradise. Kann man da irgendwo dran riechen? Ne, gell? Nein, man riecht nichts. Oh, schade. Auf jeden Fall Badesalz von Bilou. Dann nochmal von Mesmer den Cold Tea. Sommerbeere, freue ich mich. Ja, Werbung sind die gleichen. Bis auf das Rabattheft, da freue ich mich, weil da ist immer mein Rabatt drin, so meine Kontaktlinsen.
und dann zahle ich weniger, weil normal kosten meine Kontaktlinsen für ein halbes Jahr ungefähr für 6 Monate kosten sie 200 Euro und mit dem Code zahle ich dann nur noch 140 Euro alle 6 Monate. Und ja, deswegen liebe ich den Gutschein, das Gutscheinheft. Ja, dann haben wir wieder das Flink, das BAföG und so weiter. Da ist nichts Neues dabei, alles gleich wie beim anderen. Ja, das Glücksspott. Jo. Alles gleich. Ja, das war's jetzt mit der Campustüte Unistadt München. Ich habe jetzt heute eine Campustüte bestellt mit der Unistadt Düsseldorf. Bin mal gespannt, was da drin ist, weil die sollen jetzt auch neue Produkte dazu bekommen haben. Ich habe extra ein Newsletter bekommen. Ja. Das war es dann auch mit der Campustüte. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Mir bedeutet sehr viel und macht mich glücklich, wenn ihr ein Abo da lässt. Und ja, dann seht man auch, dass euch das Spaß macht, was wir hier veranstalten. Ja, dann sage ich, lasst es euch gut gehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.